Aloha YouTube und hier ist wieder euer Sana und heute möchte ich ein neues Projekt starten, nämlich Spore. Ja, ich habe dieses Spiel glaube ich schon seit einem Jahr hier in meinem Regal stehen und naja, es ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Es geht eigentlich darum, mit seiner Kreatur, die man dann aufzieht, sozusagen eine Evolution zu bestreiten und ich habe eben mal die Zellenphase gespielt, sie war todeslangweilig. Nur um eigentlich die Kreaturenphase freizuschalten, weil ab da wird's eigentlich richtig geil. Also die Zellenphase ist eigentlich nur... Sie ist unnötig. Die ist auch todeslangweilig, finde ich. Naja, auf jeden Fall würde ich mit der Kreaturenphase anfangen. Ja, Fleischfresser würde ich sagen, ne? Müsste das Spiel auch hier erstmal auf der Schrottmühle hier erstmal installieren. Vorher war es auf meine anderen. Meine alten. So, warte mal. So, warte mal. Fleischfresser. Achso, warte mal. Erschaffe oder erstelle eine Kreatur. Wie ging das? Hier stand doch irgendwie. Eigene erstellen. Würde ich erstmal sagen. Ja, okay. Was ist das? Naja, okay. Das sieht ein bisschen falsch aus. So. Scheiße. Oh. Ich denke, das lasse ich so. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Skorpion, warte mal. Genau, ich mache mir so ein Skorpion oder so. So, dann kriegt er hier oben so ein Gift... Oha, das ist ziemlich fett. So ein Giftspritzding. Oder so ein Stachel, ich weiß nicht. Aber Skorpione haben ja so ein Giftstachel, ne? Na, schade, dass man nicht so beides kombinieren kann oder so. Nee, das lasse ich erstmal so, Augen wären ganz nice. So, ja, nach vorne, nicht? Immer die Augen nach vorne. So, Beine. So. Ja, okay, zweibeiniger Skorpion. Wir könnten zwar noch ein Dingens leisten, aber ich weiß nicht, vielleicht möchte ich ja noch was hinzufügen hier. Noch ein Bein könnten wir uns nämlich leisten. Ein Beinpaar. So, vielleicht Stacheln an der Beine oder hier oben doch noch einen hin. Genau, warum mache ich das nicht? So, und dann nehme ich... Ja, okay. Mach das erstmal so hier. Und dann schon richtig, ne? So vielleicht? Ne, okay. Noch kleiner. So. So, und jetzt... Ach, komm, her. Das hier ein bisschen weiter nach vorne. Und jetzt noch ein Bein dran. Hier... Hinten. So. Bisschen fetter machen, das Scheißviech. Naja, okay, ein Skorpion sieht anders aus. Skorpion hat auch andere Beine eigentlich. Na, ist ja auch egal. So, was auch immer. Was nimmt man hier denn mal? Och, keine Ahnung, wie ist es eigentlich? Also, ich würde gerne was Schwarzes nehmen, aber sowas gibt es hier anscheinend nicht. Aber ich glaube, man kann auch. Jo. Genau. Aber schwarz scheint es hier auch nicht zu geben. Ach, wisst ihr was? Ich nehme... Warte mal, da war doch irgendwas Gutes. Ich nehme das hier. So, na okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Naja. Oberfläche. Ach so, das hier sind so einzelne Sachen. Das nimmt sowas hier. Ja, okay. Vielleicht den Blau. C-Blau. Ja, sowas in der Art. So, Details. Ach, komm, hier. Geben wir ihm die Masern. Masern sind rot. Oh mein Gott. Auch nicht schlecht. Naja, okay. Ja, würde ich sagen. Ach so, scheiße Namen. Ja, was weiß ich, nenne ich ihn das, was er ist. Maserskorpion. Was auch immer. Schreibung. Ist krank. Ist klar, ne? So, einfach mal nach oben. Hä? Ach so, ich habe ja eben nur erstellt. Planeten benennen. Keine Ahnung, was auch immer.
Sanna. Also wie der Planet heißt, ist jetzt eigentlich mein kleinstes Problem hier. So, jetzt lädt er noch schnell. Ich glaube, dass hier unten, was dann hier so aufpoppt, das sind die Kreaturen, denen wir begegnen. Ja. Ich sehe gerade, da sind auch ein paar User, also von angemeldeten Usern erstellte dabei. Das geht ja auch. Wenn dann irgendwie... Na, wie wär's erstmal mit Kopf über Wasser? Naja, ob man so schwimmen kann, ich weiß ja nicht. So sieht's besser aus, so, ja. Naja, okay. Okay. Sieht doch schon vielversprechend aus. Ein neuer Tag bricht an und für dich eine seltsame und wunderbare Welt. Luft füllt deine Lungen, als du deine Gliedmaßen ausschreckst und deine neue Heimat betrittst. Das Festland. Das Evolutionswettrennen hat's begonnen. So, genau. Und, jetzt müssen wir eben unser Evolutionswettrennen hier sozusagen führen. Und das geht dadurch, indem wir... Ja, okay. Ich lasse das hier erstmal. So, wir haben ein neues Teil übrigens. Ja, ist okay. So viele neue Sachen hier zum Erklären. Wir müssen uns fortentwickeln, indem wir zum Beispiel neue Teile sammeln, zum Beispiel wie eben, oder andere Kreaturen töten. Dadurch kriegen wir auch Teile, um die wir jetzt an unsere Kreatur hier anbringen können, sozusagen. Und dazu, um die anbringen zu können, brauchen wir sozusagen DNA-Punkte, die wir uns auch dadurch verdienen, indem wir Kreaturen töten oder sie zu unseren Freunden machen oder was auch immer. So, und ich würde einfach mal sagen, ich bin eigentlich immer aggressiv gewesen, so von der Haltung her, aber so, okay. Ja, das sieht sehr hübsch aus. So, willst du ihn zum Freund oder zum Feind haben? Wie gesagt, ich werde lieber Feind. So, spür meinen Skorpionstachel! Genau, und dann müssen wir kämpfen. Das ist einfach nur, man muss die Befehle hier unten drücken, zum Beispiel hier beißen. Das mache ich jetzt mit Shortcuts. Zum Beispiel mit der 1. Ich weiß nicht, ob man diese Shortcuts auch noch ändern kann, aber... Na. So, und ja, genau, immer wenn wir Alpha-Kreaturen töten, das hier war eine Alpha-Kreatur, dann kriegen wir neue Teile dazu. Und ja. Genau, und die brauchen wir, um, wie gesagt, unsere Evolution voranzutreiben. Ja, okay, Augen bringen uns jetzt nicht so viel, aber naja. Ja, genau, und um Teile zu finden, muss man eben hier Alpha-Kreaturen killen oder sich mit ihnen anfreunden oder eben diese Skelette auseinandernehmen. So, in die Fresse! Okay, das ist jetzt vielleicht noch am Anfang wenig langweilig, aber später, wenn man mehr Sachen hat, den man jetzt angreifen könnte, dann... Huch. Ach, man kann auch rauszoomen. Cool. Wusste ich jetzt gar nicht. Ja, am Anfang ist es noch ein bisschen doof, aber... Okay, wir können uns sowieso von wegen Anfreunden noch nicht so unbedingt viel... Haben wir noch nicht so viele Möglichkeiten jetzt, aber... So, einfach rein. So, und ich weiß nicht, man sieht es ein wenig. Ich glaube, wenn man diese Rammattacke macht, dann kann man auch den Gegner betäuben. Ist eigentlich auch ganz gut. So, der ist auch tot. Achso, ja, genau. Und hier oben, in der Ecke, links oben, da war eben so ein Auftrag. Und da ist es zum Beispiel, wenn man eine Kreatur angreift, dann steht da zum Beispiel jetzt... Töte so und so viele, und wenn du so und so viele getötet hast, dann hast du die Spezies ausgerottet, so wie ich gerade. So, wir haben jetzt 42 DNA-Punkte dadurch gesammelt. Da kriegt man allerdings auch Belohnungen, wenn man das macht. Und jetzt können wir mal richtig hart rammeln und dann kriegen wir unsere Partnerin ins, naja, ins Nest und dann dürfen wir auch mal unser Ei legen. Ja, komm, leg's einfach mit mir rein. So, und dann... Ja, komm. Okay, das ist uninteressant.
Kommen wir wieder in diesen Designer, den wir vorhin auch hatten, und können unsere neu erworbenen Teile auch anbringen. So, zum Beispiel hier hätten wir... Was? Okay, das sieht jetzt aber nicht sehr nice aus. Haben wir neue Waffen? Nee, ne? Ne, das sind nur diese Standard-Dinger. Okay. Arme können wir uns auch noch nicht leisten. Sonst würde ich sagen, könnte man sich mal hier so ein... Naja, wie soll man die Dinger nennen? So ein Schlag... Dingsbums, was auch immer. Holen, dann kann man die an den Arm anbringen, da kann man auch schlagen, das ist auch ganz lustig. Die hier finde ich immer ganz cool. Das bringt uns Gesundheit. So, ja, hier kommen drei Gesundheit. Das finde ich eigentlich immer ganz nice. Obwohl, warte mal, was bringen uns die Münder hier? Ja, genau. Würde ich nämlich sagen, nehme ich erstmal das hier, genau. Ich meine, vorher hatten wir diesen Standard-Zellmund, den man in der Zellenphase normalerweise freischaltet. Die habe ich natürlich übersprungen. Und ja, da kriegt man eigentlich mal diesen Standard-Ding und ich glaube, das haben wir vorher auch angebracht. Ich weiß es jetzt nicht, aber ich denke einfach mal. Ja. Können wir uns... Ne, okay, können wir uns nicht. Scheiße. Was die Oh, Steuerung Z geht hier wirklich. Wow. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Okay, Steuerung Z. Na, okay. Instinktiv einfach mal Steuerung Z gedrückt und dann wird nicht gehofft, dass es funktioniert jetzt. So, naja. Viel haben wir jetzt nicht gemacht, aber... Aber ich würde nochmal ganz gerne das Design ändern. Ich glaube, ich nehme diesmal sowas Vorgegebenes hier. Das hier. Obwohl, ich würde schon ganz gerne noch unsere Masern haben hier. Wo waren sie? Na komm. Es geht doch dann, oder? Ja, geht. So. Das sieht zu geil aus. Naja, okay. So, sollte reichen. So, okay, und... ich weiß jetzt nicht, passiert irgendwas? Normalerweise passiert noch irgendwas. Ja, genau, okay, wenn wir neue Fähigkeiten sozusagen ausrüsten, müssen wir die erstmal sozusagen lernen am Anfang. Also lernen, wie wir sie benutzen. Naja. Aber das ist eigentlich nichts Besonderes. So. Wer will denn jetzt mal sterben? Michael. Okay, ich glaube, das ist... Okay, ja. So ein user-erstelltes Viech. Naja, sieht ja ziemlich scheiße aus eigentlich. Naja, dann stirbt man Micha. Alpha Michael. Naja, okay. Kreativer Name. Zack. So, wir kriegen anscheinend auch immer nur Augen, wenn wir das hier machen. Das täuscht mich gerade ein wenig. Okay. Ja, ich glaube, es gibt am Anfang sowieso immer nur pro Rasse immer so ein Alpha-Tier. Später werden es auch mehrere, glaube ich. So, und je mehr wir unten übrigens töten, desto mehr füllt sich diese DNA-Anzeige hier auf. Zum Beispiel eben gerade. Wenn ich das Viech ja getötet habe. Füllt sich diese Anzeige eben auf und das bringt uns eben sozusagen in der Evolution voran. Und wenn wir so ein... Ja, bleibt doch stehen! Wenn wir so ein... hier unten so ein Checkpoint sozusagen erreichen, dann entwickelt sich unser Gehirn weiter. Und wenn sich unser Gehirn weiterentwickelt, dann können wir auch Rudel gründen. Und meistens bringt einem das auch ein größeres Nest, was einem aber allerdings auch nicht unbedingt sehr viel bringt. Ich ein bisschen vermisse gerade so eine Sprintenfähigkeit. Ich bin so langsam. Achso, okay, der ist schon tot. Habe ich die schon ausgerottet? Achso, die sind schon tot. Na dann. Okay. Habe ich kein Problem mit. Hier hinten war doch, glaube ich, noch so ein Skelett, ne? Wo war denn das? Ah, hier hinten, okay. Oh mein Gott, wir sind so langsam. Okay. Nice. Nice, nice. So, bessere Waffen. Was haben wir hier? Flurgel. Okay, ich suche schon mal das Alpha-Tier. Ja. Einfach mal rein dashen. Na, willst du sterben? So.
Ja, einfach reinbeißen. Nom 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 nom. Hm, lecker Flügel. Okay. So, die Viecher trollen sich natürlich auch gleich wieder. Ach komm, komm her. So, und hier noch. Naja. Ach, hier hinten haben sie sich verpisst. Naja, okay. Okay, dann müssen wir noch 2 jagen. Dann kriegen wir auch noch 20 DNA als Belohnung. Können wir uns vielleicht auch mal Arme anlegen? Das wäre auch ganz... Oh! Okay, und jetzt wächst unser Gehirn. Yes! Wir werden gebildeter. So, okay. Bam. Ja, ist okay. Okay, wir sind ein wenig schlauer geworden. Von Strohdumm sind wir jetzt eben nur noch ziemlich dumm. Huch. Was mache ich? Achso, ich greife das Viech gerade an. Das kann man auch geschickter lösen. Ungefähr so. So, okay, das ist sogar auch noch ein Pflanzenfresser, naja. So, und übrigens auch, wenn wir sozusagen schlauer werden, dann kriegen wir auch ein wenig mehr Gesundheit. Ja, ist okay, frisst das Scheißviech. So, und dann würde ich sagen, verpisse ich mich noch in mein Heimatnest und dann würde ich sagen, beende ich die Folge, oder? Ich merke gerade, ich kann doch noch nicht mal springen. So. Hallo? Wo ist meine Bettgenossin? Hier, ja, okay, gefunden. Huch. Okay. Ich würde mal sagen, wir brauchen diese vorderen Dingens hier, die Beine nicht mehr. Sowas ungefähr und dann, was weiß ich. Die Dinger sehen doch ganz nice aus. Huch. Okay. Vielleicht sowas hier. ja. Das sieht, bisschen komisch aus. Scheiße! Nee, so möchte ich es eigentlich nicht. So, ja, stimmt, man kann hier auch noch die ganzen Sachen hier so bearbeiten. So, jetzt hat er O-Beine. Und, ja, okay, das sieht jetzt ein bisschen, naja, abnormal aus. So, und jetzt kann ich mir auch diese Dingens hier holen, diese... Ja, diese Waffen. Sozusagen. Beziehungsweise ich hätte mir die auch vorher schon holen können, aber ich finde, ohne Arme ist das ein bisschen behindert. Ich meine, wie soll man schlagen können ohne Arme? Das finde ich auch ein bisschen unlogisch. So, noch so ein Spuckding hier an die Ohrbeine, an die Knie. So. Hübsch. So, vielleicht was die Geschwindigkeit. Ich würde mal sagen, das hier, die nehme ich mal. So. Ja, okay. Boah, meinetwegen, ne? Was gibt's hier noch? Ne, ich glaube, die sind schon ganz geil. So, dann gucke ich mir das noch schnell an und dann beende ich hiermit auch die Folge. Ja, okay. Ist gut. Ach, wir haben jetzt übrigens auch alle Kampffähigkeiten, sehe ich gerade. Ja. Okay. Das sieht ein wenig, naja, speziell aus. Aber wir haben jetzt Arme, wir können Sachen aufheben. Auch cool. Wie wirft man? Achso, nee, da werfen kann man nicht. Man kann, doch, man kann. Haha, stirb! Ey, warte mal, das hat ihn betäubt. So, und wir haben ja, glaube ich, noch ein Alpha-Tier, ne? Oder sind wir das? Oder habe ich das gerade betäubt? Weil dann würde ich, nee, eigentlich sollte ich die Folge jetzt beenden, ne? Ja, ich glaube, ich beende trotzdem erstmal diese Folge, weil, wird ein bisschen spät, ne? So, dann würde ich sagen, war's das für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Spore. Und bis dahin, euer Sana.